problematische Situation, dass Ableitungen nicht immer eindeutig sind. Gucken wir uns mal nochmal die Grammatik, die wir eben hatten, an. Und zwar diese hier. Ich mache mal eine etwas andere Ableitung. Und zwar gucke ich mir mal das Wort an. A plus A mal A. Zur Erinnerung nochmal, wir hatten die Regeln, S geht über nach S plus S, S geht über nach S mal S, S geht über nach A und die Klammern brauchen wir an dieser Stelle nicht. Ja? So, wie können wir das ableiten? Wir können einmal eine Ableitung machen, S geht über nach S plus S. Dann machen wir beispielsweise das zu einem A und an der Stelle machen wir S mal, nee, ein bisschen tiefer, und lassen die beiden zu einem A werden. Ich könnte es aber auch anders machen. Ich könnte als ersten Schritt anwenden, ja, das wäre jetzt sozusagen eine Ableitung, und wenn ich mir diese Front anschaue, ich habe hier einmal A plus A mal A. Ja, das kommt genau das raus, was wir hier oben hingeschrieben haben. Jetzt mache ich einfach mal eine zweite Ableitung. Und zwar mache ich als erstes mal S mal S. Das lasse ich zu einem A werden. Und hier mache ich jetzt S geht über nach plus S. Und das lasse ich zu einem A werden. Ja, auch hier hätten wir als Front A plus A mal A. So, das ist nicht ganz unproblematisch, dass wir hier jetzt zwei unterschiedliche Ableitungsbäume haben. So, um das ein bisschen unterscheiden zu können, also was passiert, wenn Sie so einen Ausdruck quasi parsen? Die entsprechende Maschine dahinter, die erzeugt so einen Ableitungsbaum und geht dann sozusagen weiter, um das zu analysieren und ja, da letztendlich irgendwas draus zu machen, hier irgendwie dann das Ding zu interpretieren. Ja, und solche Situationen sind äußerst unerwünscht, dass ich für einen und denselben Ausdruck, in diesem Fall, unterschiedliche Ableitungsbäume erzeuge.